Ja, liebe Leute, ich würde gerne lachen, aber im Moment gibt es nichts zu lachen. Tag 2 im Dschungelcamp. Die Weisheit des Tages kommt von Gina Wieser. Wenn die Sonne aufgeht, wird es Tag. Und wenn es dunkel wird, wird es Nacht. So what? Was? 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 Habe ich was verpasst? 48 Jahre lang? Und die ganzen Menschen? Egal, Florian Wess. Ich habe gesehen, ja, im Snake Rock Camp haben sie das Essen weggeschüttet. Also ich war letztes Jahr auch im Dschungelcamp. Ich war froh, ja, wenn ich Bohnen und Reis bekommen habe. Und ich habe darauf gewartet, ja, dass dann Essen einer nicht aufgegessen hat, dass ich das bekommen habe. Weil ich weiß genau, ja, wie das ist, ja, wenn du hungerst und einschläfst ja mehr und mit knurrendem Magen. Und da werfen sie eine halbe Pfanne weg. Ja, bin ich denn bescheuert? Wissen die gar nicht irgendwas zu schätzen? Die werden noch wirklich darum betteln, ja, jeden einzelnen Reiskorn, ja, und jede einzelne Bohne zu essen. Wenn ich höre, ja, von einzelnen Camper, ich kann das nicht mehr sehen. Und das ist der zweite Tag. Wir sind 14 Tage unterwegs. Ja, das wird ja nochmal lustig werden, aber richtig lustig. Ich glaube, ich stehe im Wald. Majoski, was ist los mit dem Typen? Sag mal, hat der einen Buddha im Kopf oder was? Mutmaßt, ja, wirklich. Elektronisch verstärkte Zirkaden. Ja, sag mal, Majoski, hast du so Zirkaden im Kopf oder was? Das ist normal, ja, dass die abends da Lautstärke zu hören sind. Das ist doch ganz normal. Ich denke mal, nach 2 Tagen, ja, und es sind ja noch 12 Tage zu verbringen. Ich glaube, jetzt hapert es so langsam an mir nicht, ja. Also lustig ist das nicht. Das ist ein schöner Unterhaltungswert, aber ich weiß nicht, was da los ist. So. Und kommen wir jetzt mal zu der Dschungelprüfung. Gewählt sind ja Hanni und Florian Wess. Ja, mussten natürlich ja eine atemberaubende Prüfung machen. Ja, ich erinnere mich letztes Jahr dran, ja, ich war auch unter Wasser. Die waren ein bisschen schwierig, ja. Aber ich will jetzt auch jetzt nicht sagen, dass das nicht schwieriger war oder leichter war. Es war einfach eine Dschungelprüfung. So, die beiden haben sich duelliert. Jeder musste 6 Sterne holen. Und phasenweise musstest du die Sterne mit der Zunge ablaufen. Musste ich sehen, dass Florian, ich muss dir ein ganz großes Lob machen. Das kann ich jeder mit deiner Zunge so schnell zu sein, ja, wie du, die Sterne abgeleckt hast. Also das ist schon richtig bewundernswert. Also dein Werkzeug verstehst du, ne? Also, hast du auch ein Händchen für. Gut, im Grunde genommen, ja, hat Florian alles gegeben, aber hat im Nachhinein verloren gegen Hanni. Also Hanni, top vorbereitet, du bist ein kluger Mensch, ja, aber es ist erst der Anfang. Erste Welle hast du gut übersprungen und hast gut gemeistert. Prima. Kommen wir mal zu meiner Freundin. Hanka Rackwitz. Also, was ist mit dir los? Was ist mit dir los? Du befindest dich 1000 Kilometer entfernt von Europa und bist in Australien. Und bist nur am Wandern, am Blättern, ja? Und bist so psychisch angeschlagen. Ich frage mich eigentlich nur, Hanka, was machst du da? Ehrlich, was machst du da? Du hast gesagt, ich muss gar nicht auf die Toilette. Du gehst mit angezogenen Sachen und setzt dich im Bach und ein paar Sekunden später stehst du auf. Macht einen blöden Eindruck, ne? Du hast ja diese Phobie, ja, auf die Toilette sich hinzusetzen. Ich sag dazu nichts. Ist schon ein bisschen merkwürdig, ne? Egal, alles andere erspare ich mir. Das sind die auffälligsten Sachen, ja, die ich hier berichten kann. Hanka, ich glaube, du bist das größte Problem. Ich dachte, weißt du, Kaderlot. Aber du übertriffst alles. Ich bin jetzt wirklich für absolut ja, in 11 Jahren immer dabei gewesen. Aber du bist der Höhepunkt in 11 Jahren. Ich hoffe nur auf Gutes und Besseres, ja, für die dritte Sendung morgen. Und ich hoffe wirklich, ja, dass ich da ein bisschen besser, irgendwas besser. Ich verabschiede mich und sage gute Nacht. Und wie immer, ein Kasala. Hanka, du toppst alles. Euer Thorsten.